Hallöchen alle zusammen und willkommen bei Black Mesa. Ja, ein kleines neues Projektchen hier, klein relativ, ist doch schon ganz groß. Und ja, wer dem Titel bzw. dem Thumbnail vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat, der hat gesehen, dass das hier Folge 0 ist. Warum? Ganz einfach. Denn ich werde in diesem Video nur ein paar Kleinigkeiten sagen, ein paar Infos geben zu dem ganzen Projekt. Das heißt, in der ersten Folge gibt es ein richtiges Gameplay. Hier seht ihr nur diesen wunderschönen Bildschirm hier und mein Gelaber. Ja, wenn das nicht interessiert, der kann dann halt warten, bis die erste Folge raus ist, beziehungsweise halt, wenn sie schon draußen ist, halt direkt rüberskippen. Und ja, ich werde das Ganze hier ganz geschmeidig angehen, also ich werde das hier nicht hier durchrushen, Hauptsache schnell durch das Spiel oder so. Ich werde hier ein bisschen auch mal irgendwo stehen bleiben und wir das angucken mit euch zusammen, weil es gibt sehr viele Details auch in dem Spiel oder auch viele versteckte Sachen. Hier und da kann man auch einen kleinen Spaß vielleicht mal einbauen, denn gerade die Source Engine, ne, wer sie kennt, der weiß, damit kann man sehr viele tolle Sachen machen. Und ja, ich werde das Ganze auch so machen, also ich kenne das Spiel selber schon relativ gut, vielleicht nicht jedes Detail, aber schon ganz gut. Aber werde ich trotzdem keine Spoiler machen oder so. Das heißt, bezüglich der Geschichte braucht ihr Half-Life 1 nicht zu kennen oder Black Mesa selber schon gespielt zu haben oder so. Ich werde das so machen, dass ihr auf jeden Fall da mitkommt. Vielleicht werde ich hier und da vielleicht mal kleine Hinweise geben oder hier und da vielleicht mal irgendwas anmerken oder erklären. Aber spoilern werde ich nicht, ja. Das schon mal hier an der Stelle gesagt. Und ja, vor ein paar Tagen kam das große Xen-Update. Das war ein riesiges Update, was sehr viel Content beim Spiel hinzugefügt hat, auf das man schon seit Jahren gewartet hat. Und jetzt ist es endlich raus und ja, alle, die Half-Life mögen, beziehungsweise die ganze Serie von Half-Life mögen, die sind natürlich komplett aus dem Häuschen. Und es ist ganz cool geworden auf jeden Fall. Ist allerdings erst gegen Ende des Spiels. Und ja, wie gesagt, keine Spoiler, deswegen sage ich jetzt auch noch nicht, was Xen eigentlich genau ist. Der eine oder andere kann es sich vielleicht schon denken, aber ja, wie gesagt, kein Spoiler und so, deswegen, ne? Ja, das Mikrofon, muss ich sagen, kann manchmal sein, gerade wenn ich ein P oder irgendwie sowas sehr stark betone, dass es sein kann, dass es sich ein bisschen so anhört, als würde ich jetzt Mikrofon pusten. Kann da leider nichts daran ändern. Ich habe schon ein bisschen was versucht, aber es klappt irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Ich habe auch kein kleines Popschutz dafür oder so. Ja, muss halt mit leben. Ich denke mal, das müsste allerdings relativ selten auftreten. Ja, ich versuche es auf jeden Fall so wenig zu halten, wie es geht. Wenn nicht, dann tut es mir leid an der Stelle. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der ersten Folge, wo es dann richtig abgeht. Und ja, heute rein und ciao.